Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit, wie das in Deutsch heißt. Wir haben heute den 1. September 2016 und ich habe vor ein paar Tagen das Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop vollständig abgeschlossen. Ich habe noch ein paar Videos und Lesungen natürlich vorbereitet, die ich noch hochladen muss. Und habe mir natürlich schon einige Zeit Gedanken darüber gemacht, was ich danach anpacken werde und war auch schon längst mir, also schon über einem halben Jahr klar darüber, was ich tun werde und habe auch die Bücher, die des betreffenden Bücher dazu hier liegen. Das ist im Grunde eine Premiere, weil das ist das erste Mal, dass ich das nächste bei der nächsten Buchlesung, dass ich Bücher nehme, die ich im Taschenbuchformat hier vor mir liegen habe, die ich nicht als PDF am Computer lese. Von daher werde ich mal sehen, wie ich da meine Kommentare und sowas einbauen werde, weil ich kann nicht das ganze Buch voll kritzeln. Außerdem ist das ja schon ziemlich spärlich, der Platz in so einem Buch. Aber das Interessante dabei ist, dass ich die Lesung machen werde, desselben Buches in Englisch und in Deutsch gleichzeitig. Ich habe nur festgestellt, dass das Deutsche nicht direkt eine Übersetzung ist. Das hat noch einige andere Dinge dabei, wie zum Beispiel alleine schon im Prolog und so weiter. Ist das anders als das englische Buch, das ist viel ausgebreiteter und das ist ja nicht gerade schlecht. Nur ob ich dann auch, wie ich mir zuerst gedacht hatte, nur ein Video machen muss und dann jeweils die richtigen Audios da reinklebe oder nicht, das weiß ich halt noch nicht. Das muss ich mal sehen, wie ich das veranstalte. Auf jeden Fall ist das ein Vorhaben und ich werde da jetzt noch nicht drauf weiter eingehen, welches Buch das genau ist. Ich werde darüber ein Teaser, ein Verführungsvideo darüber machen, um Leute dafür zu interessieren, um dann auch der Buchlesung zu folgen. Die Buchlesung von Babylon nach Rom ist ja sehr mit gemischten Gefühlen angenommen worden, so wie ich an den Klicks gesehen habe. Manche Videos sind gerade mal 200, 300 Mal angeschaut, manche 1000 Mal. Da fragt man sich manchmal, komisch. Was hat denen gefallen, was hat denen nicht gefallen, aber im Großen und Ganzen scheint das Buch ja auf sehr gute Resonanz gestoßen zu sein. Natürlich auch meine Lesung von Herrscher des Bösen, die ich auch noch weiterhin fortsetzen werde. Aber wie gesagt, ich habe mir ein bisschen einen Vorsprung rausgearbeitet, durch die letzten Wochen sehr hart daran zu arbeiten, das Buch durchzunehmen und die Lesungen zu machen, die Videos zu machen, die ich jetzt auf meinem Computer in Warteschleife habe. Und ich habe ja auch in Englisch noch ein ganzes Buch gelesen, Behind the Dictators, hinter den Diktatoren, das hauptsächlich um die Verbindung von Hitler und der römisch-katholischen Kirche geht, das ich in Englisch hochladen werde. Und da wollte ich mal sehen, ob ich das Buch vielleicht irgendwann auch mal in Deutsch übersetzt bekomme von meinem Bruder Andreas, der ja die Übersetzung des Herrschers des Bösen für mich macht. 75 Seiten, ich weiß nicht, ob ich ihm das zumuten kann, aber man kann ja immer mal fragen, ne? Wollen wir mal sehen, ob ich das Buch vielleicht auch in Deutsch kriegen kann. Ansonsten kann ich nur jedem meiner Zuschauer hier anraten, schaut euch die Lesungen an, Behind the Dictators, auch wenn es in Englisch ist, aber was ihr da lernt über die Verbindung zwischen Hitler und dem Vatikan, sind wahrscheinlich Dinge, die ihr bis jetzt noch nicht gewusst habt und die sehr interessant sind. Und heute habe ich mich halt hier eingefunden, mal etwas anderes zu machen. Und das hängt ein bisschen gut zusammen mit dem Buch, das ich in der Zukunft lesen werde. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Aber in der Vorbereitung des Buches bin ich auf eine Webseite gestoßen, die ich eigentlich schon länger kenne. Die Webseite, die heißt BereanBeacon.org und ist von Richard Bennett. Vielleicht kennt der ein oder andere die. Den. Ich habe von ihm inzwischen auch ein paar Videos auf meinem zweiten Kanal Jogglers War und Disinfo hochgeladen, die man sich ja ruhig mal anschauen kann, wenn man Englisch kann. Das sind nämlich wirklich sehr, sehr gute Videos, um sich anzuschauen. Sehr, sehr lehrreiche Videos. Und Richard Bennett hat auf BereanBeacon.org, und den Link der Webseite werde ich auch in die Beschreibungsbox dieses Videos verlinken. Richard Bennett hat auf seiner Webseite ein mehrsprachiges Menü und man kann viele seiner Dinge, die er da anbietet, auch in Deutsch sich durchlesen. Und von daher dachte ich, ist das mal interessant. Und wie gesagt, es gibt eine Verbindung, aber über die spreche ich jetzt nicht, zu dem neuen Buch und dem Richard Bennett und seiner Webseite BereanBeacon. Und ich hatte also heute dann mal kurz auf der Webseite rumgebraust, habe gesagt, was gibt's denn da so in Deutsch? Und da stand im Grunde sein Zeugnis dabei, wo er ablegt, wie er nach 22 Jahren aus der römisch-katholischen Kirche rauskam und zu Jesus Christus gefunden hat. Und dieses Zeugnis, diese Geschichte von Richard Bennett, möchte ich euch heute mal vorlesen. So als Einleitung mal, dass ich auch mal ein bisschen was anderes machen kann und vielleicht erkennt sich der ein oder andere hierin, der ja vielleicht auch aus der römisch-katholischen Kirche ausgestiegen ist und zu Christus gefunden hat.
Und ansonsten hilft es vielleicht auch, jemanden zuzuhören, der 22 Jahre als Priester in der römisch-katholischen Kirche tätig war, wie er zu Christus gefunden hat, welche Argumente ihn überzeugt haben. Das kann ja oftmals auch helfen, wenn man selber Katholiken auf der Straße oder in seinem Freundeskreis oder was weiß ich wo trifft und vielleicht mit denen mal darüber redet. Weil schlussendlich ist es doch unsere Aufgabe als wiedergeborene Christen, um jede Seele zu probieren, zu retten und zu Jesus Christus zu bringen. Und Katholiken sind eben leider verlorene Schafe. Sie sind keine Christen, auch wenn sie es glauben, weil sie eben den Lügen der römisch-katholischen Kirche erlegen sind. Aber gut, ohne jetzt große weitere Ausschweifung zu machen, fange ich jetzt an, das zu lesen. Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Das finde ich dabei ganz besonders wichtig, weil es gibt natürlich auch das Beispiel von Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche Roms. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, habe ich heute gelesen, dass es das auch in Deutsch gibt. Werde ich mal probieren zu bekommen. Gibt es natürlich nicht als PDF, müsste ich mir kaufen, kostet 35 € oder so. Mal sehen, wenn ich das Geld irgendwann mal habe, werde ich das Buch sicher immer mal bestellen, weil das ist ein ganz fantastisches Buch. Das PDF in Englisch habe ich auf meinem Computer, aber das Deutsche wäre ja vielleicht auch mal interessant für meine deutschen Zuschauer zu lesen. Weil Charles Chiniquy hatte ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis mit Abraham Lincoln. Und da muss ich euch ja wohl nicht erklären, wer das war. Aber gut, wie gesagt, ohne weitere große Verzögerung gehen wir jetzt rein in die Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit. Richard Bennetts römisch-katholische Karriere und seine Errettung. Zusammen mit meinen 7 Geschwistern verlebte ich eine glückliche, erfüllte Kindheit. In unserer Familie wurde viel gesungen und musiziert, und wir inszenierten gerne kleine Theaterstücke. Wir wohnten in einem militärischen Gebiet in Dublin, denn mein Vater war Oberst in der irischen Armee. Als er in den Ruhestand trat, war ich 9 Jahre alt. Wir waren eine typische irische, römisch-katholische Familie. Manchmal kniete mein Vater neben seinem Bett nieder und betete andächtig. Meine Mutter redete mit Jesus, während sie nähte, Geschirr spülte oder auch mal eine Zigarette rauchte. Fast jeden Abend beteten wir, im Wohnzimmer kniend, miteinander den Rosenkranz. Keiner von uns versäumte je die sonntägliche Messe, außer wenn jemand ernsthaft krank war. Schon als 5- oder 6-jähriger Knabe war Jesus Christus für mich eine sehr reale Person, aber das galt ebenso für Maria und die Heiligen. Es ging mir wie vielen Menschen in den traditionell römisch-katholischen Ländern Europas, Südamerikas und auf den Philippinen, die Jesus zusammen mit Maria, Josef und allen anderen Heiligen auf die gleiche Stufe setzen. Den Katechismus bekam ich in der Jesuitenschule von Belvedere eingetrichtert, wo ich meine Grund- und Sekundarschulausbildung erhielt. Wie jeder Knabe, der auf eine jesuitische Schule geht, konnte ich schon vor meinem 10. Lebensjahr die 5 Gottesbeweise des Thomas von Aquin, den habe ich euch ja auch schon näher beigebracht in meinen Lesungen, aufsagen und erklären, warum der Papst das Haupt der einen wahren Kirche sei. Das Befreien von Seelen aus dem Fegefeuer war eine ernste Angelegenheit. Wir lernten den folgenden Merksatz auswendig. Zitat: Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Toten zu beten, damit sie von den Sünden befreit werden. Ende Zitat. Was diese Worte bedeuteten, wussten wir allerdings nicht. Man lehrte uns, dass der Papst als Haupt der Kirche der wichtigste Mann auf Erden sei. Was er sagte, war Gesetz, und die Jesuiten waren seine engsten Vertrauten. Obwohl die Messe auf Latein gelesen wurde, besuchte ich sie möglichst jeden Tag. Die tiefe, geheimnisvolle Atmosphäre, die dort herrschte, faszinierte mich. Man sagte uns, die Messe sei das wichtigste Mittel, um Gott zu gefallen. Außerdem wurden wir dazu ermutigt, zu den Heiligen zu beten, wobei es für fast alle Lebensbereiche einen speziellen Schutzheiligen gab. Ich rief diese jedoch nur selten an, mit einer Ausnahme. Den Schutzheiligen für verlorene Gegenstände, Sankt Antonius, bat ich öfters um Hilfe. Im Alter von 14 Jahren verspürte ich den Ruf, Missionar zu werden. Auf meinem damaligen Lebensstil hatte dieser Ruf jedoch keinen Einfluss. Die Jahre zwischen meinem 16. und 18. Lebensjahr waren die schönsten und erfülltesten, die sich ein junger Mensch wünschen kann. Ich war sowohl schulisch als auch sportlich erfolgreich. Meine Mutter musste ich öfter für medizinische Behandlungen zum Krankenhaus fahren. Während ich auf sie wartete, fand ich einmal in einem Buch,
die Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 29 bis 30, zitiert. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Ende Zitat. Da ich keine Ahnung von der eigentlichen Botschaft des Heils hatte, schloss ich aus diesem Vers, dass ich wirklich zum Missionar berufen sei. Der Versuch mit Eigenleistung, die Errettung zu erlangen. 1956 verließ ich meine Familie und meine Freunde und trat in den Dominikanerorden ein. Eben für diejenigen, die sich das nicht bewusst sind, die Dominikaner sind diejenigen, die früher die Inquisition geleitet haben. 8 Jahre lang lernte ich alles, was für einen Mönch wichtig ist. Die Traditionen der Kirche, Philosophie, Theologie nach Thomas von Aquin und auch ein wenig Bibelwissen aus römisch-katholischer Sicht. Das wenige, was ich an persönlichem Glauben hatte, wurde institutionalisiert und in die Rituale des dominikanischen Religionssystems eingebunden. Wollte ich heilig werden, so belehrte man mich, dann musste ich die Gesetze befolgen, sowohl die kirchlichen als auch die des Dominikanerordens. Ich führte mit unserem Ausbildungsverantwortlichen, dem Mönch Ambrose Duffy, viele Gespräche über diese Verknüpfung von Gesetz und Heiligung. Zudem wollte ich weit mehr als nur heilig werden. Ich wollte die Gewissheit von der Tradition zur Wahrheit, dass ich meine Ewigkeit bei Gott verbringen würde. Ich lernte auswendig, was Papst Pius XII. In seiner Enzyklika Mystici Corporis geschrieben hatte. Zitat: Das Heil vieler ist abhängig von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Jesu Christi, die sie zu diesem Zweck auf sich nehmen. Ende Zitat. Auch die Botschaften von Fatima und Lourdes stützten die Ansicht, man könne sich die Errettung durch Leiden und Beten erwerben. Wenn ich mir also Leiden zufügte und betete, tat ich dies sowohl für meine eigene Errettung als auch für die Errettung anderer. Im Dominikanerkloster von Tallaght bei Dublin vollbrachte ich, um Menschenseelen zu retten, viele äußerst heldenhaften Taten, wie zum Beispiel Kaltduschen mitten im Winter oder die Selbstgeißelung mit einer dünnen Stahlkette. Ambrose Duffy wusste, was ich tat. Ja, seine eigene asketische Lebensweise bestärkte die Überzeugung, welche die Worte des Papstes in mir geweckt hatten. Disziplin und Entschlossenheit prägten mein Studieren und Beten, meine Bußübungen und den Versuch, die 10 Gebote und die vielen dominikanischen Regeln und Traditionen zu befolgen. Außen Prunk, innen leer. 1963, im Alter von 25 Jahren, wurde ich zum römisch-katholischen Priester geweiht. Um den begonnenen Studiengang über Thomas von Aquin abzuschließen, reiste ich an das Angelikum nach Rom. Doch dort machte mir der äußere Pomp ebenso zu schaffen wie die innere Leere. Das Bild, das ich mir aufgrund meiner Lektüre über den Heiligen Stuhl und die Heilige Stadt über die Jahre hinweg gemacht hatte, stimmte überhaupt nicht mit dem überein, was ich nun zu sehen bekam. War das wirklich ein und dieselbe Stadt? Am Angelikum stellte ich mit Erschrecken fest, dass hunderte anderer Studenten, die morgens in die Vorlesungen strömten, gar kein Interesse an Theologie hatten. Einige lasen die Zeitung oder blätterten in Zeitschriften. Andere hörten zwar aufmerksam zu, aber es schien ihnen dabei nur um gute Abschlussdiplome zu gehen oder darum, in der römisch-katholischen Hierarchie ihrer Heimatländer eine angesehene Position zu erreichen. Einmal begab ich mich zum Kolosseum. Ich wollte den heiligen Boden unter meinen Füßen spüren, auf dem das Blut so vieler christlicher Märtyrer vergossen worden war. Während ich mich der Arena näherte, versuchte ich, jene Männer und Frauen vor mein inneres Auge zu stellen, die Christus so gut kannten und von seiner Liebe so überwältigt waren, dass sie freudig bereit waren, auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder von Raubtieren lebendig verschlungen zu werden. Die andächtige Stimmung, in die dieser Spaziergang mich versetzt hatte, wurde bereits beim Warten auf den Bus zurück zur Stadt abrupt zerstört,
als spottende Jugendliche mich mit hässlichen Schimpfwörtern beleidigten. Ich spürte, dass sie dies nicht taten, weil ich wie die frühen Christen für Christus eintrat, sondern weil ich als Vertreter des römisch-katholischen Systems wahrgenommen wurde. Schnell verdrängte ich diesen Unterschied aus meinem Kopf, aber die Vorstellung von Rom als einer herrlichen Stadt, wie man sie mir beschrieben hatte, war dahin. Eines Nachts betete ich 2 Stunden vor dem Altar der Kirche San Clemente. Als ich mich dort an den Ruf zum Missionarsleben erinnerte, den ich als Junge verspürt hatte, und an die 100-fache Verheißung in Markus Kapitel 10, Vers 29 bis 30, beschloss ich, auf den theologischen Zusatztitel zu verzichten, den ich mit dem Studium der Theologie von Thomas von Aquin angestrebt hatte. Es war keine leichte Entscheidung, aber nach langem Gebet war ich sicher, richtig entschieden zu haben. Der Priester, unter dessen Anleitung ich meine Diplomarbeit hätte schreiben sollen, wollte meinen Entschluss nicht akzeptieren. Um mir das Erlangen des Titels zu erleichtern, bot er mir eine Diplomarbeit an, die einige Jahre vorher geschrieben worden war. Klingelt da bei euch in Deutschland eine kleine Glocke mit diesen ganzen Doktorarbeiten irgendwelcher Politiker, die auf einmal rauskommen als Plagiate? Woher kennt man das also? Um mir das Erlangen des Titels zu erleichtern, bot er mir eine Diplomarbeit an, die einige Jahre vorher geschrieben worden war, also die er nicht selbst geschrieben hat. Er sagte, ich könne diese als meine eigene einreichen und müsse nur die mündliche Prüfung darüber ablegen. Das drehte mir den Magen um. Ich empfand dieses Angebot als ebenso sündhaft wie das der eleganten Prostituierten, die ich vor wenigen Wochen mit ihren schwarzen Lederstiefeln in einem Stadtpark herumspazieren sah. Ich hielt an meinem Entschluss fest und verließ die Universität mit einem gewöhnlichen akademischen Abschluss, ohne den speziellen Titel. Nicht lange danach erhielt ich Weisung, als Missionar in die Karibik, nach Trinidad, zu gehen. Hochmut kommt vor dem Fall. Am 1. Oktober 1964 erreichte ich Trinidad, wo ich während der nächsten 7 Jahre als Priester arbeiten sollte. Aus römisch-katholischer Sicht war mein Dienst sehr erfolgreich. Ich erfüllte alle meine Pflichten und viele Menschen kamen zur Messe. Zunehmend arbeitete ich mit der katholisch-charismatischen Erneuerungsbewegung zusammen. Während einer Gebetsversammlung im März 1972 sprach ich dem Herrn meinen Dank aus, dass ich ein so guter Priester sei und bat ihn, er möge mich, wenn es sein Wille sei, demütigen, damit ich noch besser werde. Am gleichen Abend stürzte ich eine Treppe hinunter und wurde mit aufgerissenem Hinterkopf und mehrfach gebrochener Wirbelsäule ins Krankenhaus gebracht. Ohne diesen lebensgefährlichen Unfall wäre ich wohl nie aus meinem Zustand der Überheblichkeit herausgekommen. Jetzt, wo ich in meinem Schmerz zu Gott schrie, waren mir vorgegebene, auswendig gelernte Gebete keine Hilfe. In den langen, schmerzvollen Wochen nach dem Unfall merkte ich, wie tröstlich es ist, persönlich und direkt zu Gott zu rufen. Ich legte das Brevier, also das offizielle Gebetsbuch der Kirche für die Kleriker, und den Rosenkranz zur Seite und begann stattdessen damit, meine Gebete an Bibeltexten auszurichten. Diese Veränderung geschah nicht von einem Tag auf den anderen. Ich kannte mich in der Bibel nicht aus, und das Wenige, was ich in all den Jahren über sie gelernt hatte, hatte mein Vertrauen in sie nicht eben gestärkt. Meine Ausbildung in Philosophie und in der Theologie des Thomas von Aquin half mir nicht weiter. Als ich nun auf meiner Suche nach dem Herrn die Bibel öffnete, war ich so orientierungslos wie einer, der ohne Landkarte einen großen, finsteren Wald betritt. In der Pfarrei, in die ich gegen Ende jenes Jahres berufen wurde, arbeitete ein Dominikanerpriester, der für mich schon seit langem wie ein Bruder war. Mehr als 2 Jahre konnten wir dann gemeinsam in der Pfarrei Pointe-à-Pierre unsere Arbeit verrichten, wobei wir Gott nach bestem Wissen und Gewissen suchten. Wir lasen, studierten und beteten miteinander und versuchten, die Lehre der Kirche in die Praxis umzusetzen. In mehreren Dörfern bauten wir Außenstationen auf. Aus dem Blickwinkel römisch-katholischer Religiosität waren wir sehr erfolgreich. Viele Menschen kamen zur Messe und in vielen Schulen, auch in öffentlichen, konnten wir Katechismusunterricht erteilen.
Ich setzte mein persönliches Bibelstudium fort, aber es hatte nur wenig Auswirkungen auf unsere Arbeit. Dafür wurde mir dadurch klar, wie wenig ich eigentlich über den Herrn und sein Wort wusste. Es war während dieser Zeit, dass der Vers im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10, zu meinem Herzenswunsch wurde. Zitat: Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde. Ende Zitat. Zu jener Zeit hatte die katholisch-charismatische Bewegung großen Zuwachs und wir brachten sie in fast alle unsere Dörfer hinein. In diesem Zusammenhang kamen auch einige Christen aus Kanada für Schulungen zu uns. Ich lernte viel von ihren Unterweisungen, besonders was das Beten um Heilung anbelangt. Alles, was sie sagten, war zwar sehr erfahrungsorientiert, aber für mich doch insofern ein echter Segen, als ich durch sie tieferes Vertrauen in die Autorität der Bibel bekam. Ich begann, Bibelverse miteinander zu vergleichen und, wenn ich eine Bibelstelle zitierte, auch Kapitel und Vers anzugeben. Einer der Texte, über den die Kanadier sprachen, war Jesaja, Kapitel 53, Vers 5, Zitat: Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ende Zitat. Als ich das Kapitel eingehend studierte, entdeckte ich, dass die Bibel hier das Problem der Sünde und der stellvertretend getragenen Strafe behandelt. Christus starb an meiner Stelle. Also war es falsch, dass ich versuchte, meine Schuld selber abzubüßen oder mindestens einen Teil der Strafe selber abzuzahlen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 6: Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst würde die Gnade nicht mehr Gnade sein. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr aus Gnade, sonst wäre das Werk nicht mehr Werk. Und aus Jesaja, Kapitel 53, Vers 6, Zitat: Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ende Zitat. Von der Tradition zur Wahrheit. Ganz besonders machte mir die folgende Sünde zu schaffen. Ich wurde schnell ärgerlich im Umgang mit Menschen. Manchmal schrie ich sie sogar an. Wenn ich auch um Vergebung für mein Fehlverhalten bat, so war mir doch noch nicht bewusst, dass ich von Natur aus ein Sünder bin und als Erbe Adams die Sünde in mir trage. Die biblische Wahrheit ist die, Zitat: Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Ende Zitat. Römerbrief, Kapitel 3, Verse 10 und 23. Die katholische Kirche dagegen hatte mich gelehrt, die Verdorbenheit des Menschen, auch Erbsünde genannt, sei bei meiner Taufe als Säugling weggewaschen worden. In meinem Kopf hielt ich noch immer an dieser Auffassung fest, aber in meinem Herzen wusste ich ganz genau, dass eine verdorbene Natur noch nicht von Christus besiegt worden war. So schrie ich weiterhin innerlich danach, Zitat, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ende Zitat. Wie im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10, wie schon eher hier zitiert. Ich wusste, dass ich ohne seine Kraft nicht als Christ leben konnte. Und so heftete ich diesen Vers an das Armaturenbrett meines Autos und auch an mehrere andere gut sichtbare Stellen. Die Sehnsucht, Christus zu erkennen, gab mir Antrieb, und er, der treue Gott, ließ mich Antwort finden. Die Autorität der Heiligen Schrift. Als erstes entdeckte ich, dass Gottes Wort, die Bibel, vollkommen und unfehlbar ist. Man hatte mir beigebracht, dass die Bibel relativ und ihr Wahrheitsgehalt in vielen Bereichen fragwürdig sei. Nun aber wurde mir klar, dass man der Bibel wirklich vertrauen konnte. Mit Hilfe einer Konkordanz suchte ich heraus, was die Bibel über sich selbst sagt. Ich entdeckte, dass die Bibel eindeutig lehrt, dass sie göttlichen Ursprungs ist und dass ihre Aussagen absolute Gültigkeit besitzen.
Sie ist ohne jeglichen Irrtum und vollkommen zuverlässig hinsichtlich ihrer Geschichtsschreibung, ihrer gottgegebenen Verheißungen, ihrer Prophezeiungen, ihrer moralischen Gebote und ihrer Belehrungen über das Leben als Christ. Zitat: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ende Zitat. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Diese Entdeckung machte ich während einer Reise nach Vancouver in Kanada und Seattle. Als ich in Seattle gebeten wurde, zu der Gebetsgruppe in der katholischen St. Stephanskirche zu sprechen, wählte ich als Thema die uneingeschränkte Autorität des Wortes Gottes. Es war das erste Mal, dass ich diese Wahrheit verstand und darüber sprach. Bei meiner Rückkehr nach Vancouver hielt ich in einer großen Pfarrei vor etwa 400 Menschen die gleiche Predigt. Mit der Bibel in der Hand stand ich vor diesen Menschen und erklärte: Die Bibel, Gottes Wort, ist die uneingeschränkte und letztgültige Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Moral. Na, was glaubt ihr wohl, was mit einem römisch-katholischen Priester passiert, der so etwas predigt mit der Bibel in der Hand? 3 Tage später rief mich der Erzbischof von Vancouver, James Carney, in sein Büro. Ich bekam ein kirchenamtliches Redeverbot, durfte also in seiner Erzdiözese nicht mehr predigen. Nur dank dem Empfehlungsbrief, den mir Anthony Penton, der für mich zuständige Erzbischof, ausgestellt hatte, fiel die Strafe nicht noch höher aus. Bald darauf kehrte ich nach Trinidad zurück. Wer hat recht? Die Kirche oder die Bibel? Als ich noch Priester in der Pfarrei von Pointe-à-Pierre war, wurde Ambrose Duffy, mein ehemaliger strenger Studentenaufseher, angefragt, mich zu unterstützen. Die Zeiten hatten sich geändert. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten wurden wir enge Freunde. Ich erzählte ihm von meinen Entdeckungen. Mit großem Interesse und dem Willen, meine Beweggründe zu verstehen, hörte er mir zu und gab seine Kommentare. Ich sah ihn als Verbindungsperson zu meinen dominikanischen Brüdern und sogar zum Haus des Erzbischofs. Als Ambrose unerwartet an einem Herzinfarkt starb, erfüllte mich dies mit tiefem Schmerz. Ich hatte ihm zugetraut, mir helfen zu können, das große Dilemma zu lösen, in dem ich mich befand. Ihn hatte ich für fähig gehalten, zuerst mit mir und dann mit meinen dominikanischen Brüdern die Fragen zu klären, mit denen ich mich so intensiv auseinandersetzte. Ich predigte an seinem Begräbnis voll tiefer Verzweiflung. Noch immer betete ich darum, Zitat, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und so weiter. Ende Zitat. Bevor ich jedoch mehr von Christus erkennen konnte, musste ich mich zuerst einmal selbst als Sünder erkennen. Die Stelle im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, machte mir deutlich, dass die Vermittlerrolle, die ich als Priester hatte, nicht schriftgemäß war. Sie entsprach zwar genau der Lehre der römisch-katholischen Kirche, widersprach aber diametral dem, was die Bibel lehrt. Ich genoss es förmlich, wie die Leute zu mir hinaufschauten und mich in einem gewissen Sinn vergötterten. Ich rechtfertigte meine Sünde mit der Überlegung, dass es ja die größte Kirche der Welt war, die dies lehrte, und ich es deshalb nicht zu hinterfragen brauchte. Und doch tobte der Kampf in mir weiter. Nach und nach erkannte ich, dass es Sünde ist, Maria, die Heiligen und die Priester zu verehren. Ich wurde bereit, auf Maria und die Heiligen als Vermittler zu verzichten, aber das Priesteramt konnte ich nicht aufgeben, denn in dieses hatte ich ja mein ganzes Leben investiert. Jahrelanges Tauziehen. Maria, die Heiligen und das Priesteramt waren nur ein geringer Teil des enormen Kampfes, den ich auszufechten hatte. Wer war der Herr meines Lebens? Jesus Christus in seinem Wort oder die römisch-katholische Kirche? Diese Frage wütete vor allem während der letzten 6 Jahre in mir, in denen ich Priester der Pfarrei Sangre Grande war, zwischen 1979 und 1985. Dass die römisch-katholische Kirche in allen Fragen des Glaubens und der Moral die höchste Instanz sei,
war mir von Kindheit an tief eingeprägt. Man kann auch sagen, indoktriniert worden. Es schien unmöglich, dass ich je etwas anderes denken könnte. Die Kirche Roms war nicht nur die höchste Instanz, sondern man nannte sie auch die Heilige Mutter. Wie könnte ich mich je gegen die Heilige Mutter stellen? Ich, der hier offizieller Diener war, ihre Sakramente austeilte und die Menschen dazu anhielt, ihr treu ergeben zu sein. 1981, während eines Pfarrei-Erneuerungsseminars in New Orleans, weihte ich mich ganz neu dem Dienst in der römisch-katholischen Kirche. Aber als ich nach Trinidad zurückkehrte und wieder mit Alltagsproblemen konfrontiert war, wandte ich mich erneut der Bibel als der höchsten Autorität zu. Schließlich wurde aus meiner inneren Anspannung ein erbittertes Tauziehen. Manchmal hielt ich die römisch-katholische Kirche für die oberste Autorität, dann wieder meinte ich, die Autorität der Bibel sei das Letztgültige. Ich litt in diesen Jahren nicht nur seelisch, sondern hatte auch massive Magenprobleme. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass es unmöglich ist, zwei Herren zu dienen. Mein Amt erforderte, dass ich die absolute Autorität des Wortes Gottes unter die höchste Autorität der römisch-katholischen Kirche stellte. Die Unvereinbarkeit von beidem wird am Beispiel der vier Statuen in der Kirche von Sangre Grande deutlich. Die Statuen des heiligen Franziskus und des heiligen Martin entfernte und zerstörte ich, weil das zweite Gebot von Gottes Gesetz sagt, du sollst dir kein Bildnis machen, wie wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4 lesen können. Als ich jedoch auch noch die Marien- und die Heiligherzstatue entfernen wollte, erhob sich Protest, was zur Folge hatte, dass ich die beiden Figuren stehen ließ, sagt doch die höhere Autorität, das heißt die römisch-katholische Kirche in ihrem Gesetz, Zitat, der Brauch, in Kirchen heilige Bilder für die Verehrung durch die Gläubigen anzubringen, ist beizubehalten. Ende Zitat. Das können wir nachlesen in Kanon 1188, Kodex des kanonischen Rechtes. Ich merkte nicht, dass ich damit Menschengebote über das Wort Gottes stellte. Muss ich nochmal einen kurzen, kleinen Kommentar einfügen. Er hat hier das kanonische Recht, Kanon 1188 aus dem Kodex des kanonischen Rechtes zitiert. Das ist das Fantastische an Richard Bennett. Er spricht und liest perfekt Latein. Wenn der Papst heute ein neues Enzyklische schreiben oder eine neue Bulle herausbringt, dann liest er die durch im Original Latein, kann sie perfekt ins Englische übersetzen und das ist das Wichtigste, er ist der Sophistik und Kasuistik der römisch-katholischen Kirche bewusst. Und durch seine Studien von Thomas von Aquin kann er auch sagen, was diese Worte tatsächlich sagen wollen. Nicht, was es scheint zu sagen, sondern was es wirklich sagt. Ihr erinnert euch noch an Sophistik und Kasuistik, Haarspalterei und dergleichen, wie die römisch-katholische Kirche ihre ganzen Papiere immer aufbaut. Richard Bennett hat die Möglichkeit, hat die Fähigkeit, hat die Ausbildung, um die original lateinischen Papiere zu lesen und durch die Sophistik und Kasuistik hindurchzusehen und es den Leuten, die seine Videos anschauen und die seiner Webseite folgen, zu erklären auf eine Art und Weise, dass sie es auch verstehen. Seine E-Mail blende ich in das Video hiermit ein und ich werde sie auch in die Beschreibungsbox des Videos mit verlinken. Ihr könnt ihn kontaktieren. Ich weiß nicht, ob er Deutsch spricht. Ich weiß nicht, ob er deutsche Mails schicken könnt. Ich habe ihm englische Mails geschickt. Und er antwortet. Jedes Mal. Es dauert vielleicht ein paar Tage, aber antworten tut er. Also er zitiert hier kanonisches Recht. Und glaubt mir, wenn er kanonisches Recht zitiert, dann kann er das teilweise sogar auswendig zitieren. Und er weiß, was es bedeutet. Und kann es erklären und kann es deuten. Und das ist wichtig, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Der nächste Abschnitt lautet, selber schuld. Ob
Obwohl ich bereits gelernt hatte, dass Gottes Wort absolute Gültigkeit hat, versuchte ich mich immer noch krampfhaft daran festzuhalten, dass die Autorität der römisch-katholischen Kirche über derjenigen von Gottes Wort steht, sogar in den Bereichen, wo die Kirche Roms das genaue Gegenteil von dem sagte, was in der Bibel stand. Was sag ich, Jörg, euch denn immer? Das, was die römisch-katholische Kirche lehrt, ist 180 Grad genau das Umgedrehte von dem, was das Wort Gottes sagt. Und hier hört ihr es mal von einem anderen. Von einem, der 22 Jahre lang römisch-katholischer Priester war. Wo die Kirche Roms das genaue Gegenteil von dem sagte, was in der Bibel stand. Warum dauerte dieser Kampf bei mir so lange? Der erste Grund lag bei mir selber. Wenn ich nämlich eingestanden hätte, dass die Bibel die höchste Autorität ist, hätte ich auch zugeben müssen, dass meine priesterliche Mittlerrolle im Licht dieser Autorität nicht bestehen konnte. Diese mir wertvolle Stellung wollte ich jedoch nicht aufgeben. Und genau das, meine lieben Zuschauer, ist das Problem der meisten Leute, die man versucht, von Jesus und der Bibel zu überzeugen. Die wollen keine Stellung als Priester aufgeben, jetzt mal abgesehen davon, wenn ihr mit einem römisch-katholischen Priester spricht, ich gehe mal davon aus, wenn ihr mit ganz normalen Menschen spricht, aber auch die wollen das nicht aufgeben, was sie in diesem Leben erreicht haben. Sie stellen das Materielle vor das Geistliche und finden, dass ein Leben hier auf dieser Erde viel wichtiger ist als das spirituelle, ewige Leben, das uns Jesus Christus so bereit ist zu schenken durch seinen Tod am Kreuz. Diese wertvolle Stellung wollte hier Richard Bennett in dem Augenblick nicht aufgeben. Und genau das ist das. Alles, was die Leute hier in diesem Leben erreicht haben, wollen sie nicht aufgeben, wenn man sie mit der Wahrheit konfrontiert, weil sie denken, dass sie etwas zu verlieren haben. Sie sehen gar nicht, dass sie alles gewinnen. Das ist doch ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich lese mal weiter. Ich wollte nicht so viel kommentieren hierbei. Zweitens hatte noch nie jemand meine priesterlichen Aktivitäten in Frage gestellt. Christen aus Übersee kamen bei uns zur Messe, sahen unser heiliges Öl, das Weihwasser, die Medaillen, Statuen, Gewänder, Rituale und äußerten nie ein kritisches Wort darüber. Der feierliche Gottesdienstverlauf, die Symbole, die Musik und der künstlerische Geschmack der römisch-katholischen Kirche hatten sie bezaubert. Weihrauch riecht nicht nur stark, sondern zieht auch den Verstand in einen geheimnisvollen Bann. Jetzt kommen wir zum Augenblick der Umkehr. In all den 22 Jahren meines Priesterlebens forderte mich nur ein einziges Mal ein wahrer Christ heraus. Es war eine Frau, und sie sagte eines Tages zu mir, »Ihr Katholiken habt eine äußere Form von Frömmigkeit, aber ihr verleugnet die Kraft, die aus dem Glauben an Gott kommt.« Diese Worte beunruhigten mich recht lange, denn ich hing an den Lichtern, Fahnen, der volksnahen Musik, den Gitarren und Trommeln. Und vermutlich hatte kein anderer Priester auf der ganzen Insel Trinidad so farbenfrohe Amtskleider, Umhänge und Gewänder wie ich. Es war offensichtlich, dass ich nicht umsetzte, was ich erkannt hatte. Im Oktober 1985 siegte Gottes Gnade über die Lüge, die ich zu leben versuchte. Ich war nach Barbados gegangen, um wegen des Kompromisses zu beten, zu dem ich mich selber gezwungen hatte. Ich fühlte mich wie in einer Falle. Das Wort Gottes war wirklich absolut. Ihm allein sollte ich gehorchen. Aber vor dem gleichen Gott hatte ich auch das Gelübde des Gehorsams gegenüber der höchsten Autorität der römisch-katholischen Kirche abgegeben. Ja, das dachte Richard Bennett in dem Augenblick vielleicht noch. Inzwischen ist er ein bisschen schlauer. Wenn er meint, das Wort Gottes ist absolut und ihm alleine sollte er gehorchen, ja, aber vor dem gleichen Gott hatte ich auch das Gelübde des Gehorsams gegenüber der höchsten Autorität der römisch-katholischen Kirche abgegeben? Nein! Der Gott der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Gott der Bibel, ist nicht der Schöpfergott, ist nicht Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, sondern Babylon, Nimrod, Sonnenanbetung, heidnischer Glauben. Inzwischen weiß Richard Bennett das auch.
Damals war er wohl noch nicht so weit. Und viele wissen es heute noch nicht. Und diejenigen, die es wissen, wollen es oftmals nicht zugeben. Aber dass ein das in einen Konflikt bringt, wenn man so lange in der römisch-katholischen Kirche war, gelebt hat, von ihr gelebt hat, gepredigt hat, sie gepredigt hat, dass man da in einen Konflikt kommt, dass man eben nicht zwei Herren dienen kann, dass man sagt, ja, das Wort Gottes ist absolut und ich muss dem gehorchen. Aber ich habe doch demselben Gott bereits Autorität geschworen oder das Gelübde des Gehorsams geschworen, als ich in diese Kirche ging. Nein, erst die Erkenntnis, dass das ein anderer Gott ist, gibt mir überhaupt die Möglichkeit, mich von der römisch-katholischen Kirche abzuwenden und dem wahren, dem einen, dem einzigen Gott zuzuwenden. Aber Richard fährt fort hier. In Barbados las ich ein Buch, das die biblische Bedeutung der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen aufzeigt. Im Neuen Testament gibt es keine Hinweise auf eine kirchliche Hierarchie. Es gibt dort keinen Klerus, der über die Laien herrscht. Vielmehr erklärte der Herr selbst, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Wie wir im Evangelium von Matthäus, Kapitel 23, Vers 8, selber nachlesen können. Als ich nun sah und verstand, dass der Sinn von Kirche die Gemeinschaft von gläubigen Menschen ist, hatte ich die Freiheit, die römisch-katholische Kirche als höchste Autorität loszulassen und mich Jesus Christus als meinem Herrn anzuvertrauen. Halleluja! Preise den Herrn! Danke, dass du Richard hier erlöst hast. Außerdem wurde mir nach und nach klar, dass die Bischöfe, die ich in der römisch-katholischen Kirche kannte, im biblischen Sinn gar keine Gläubigen waren. Die meisten von ihnen waren zwar fromme Männer voll treuer Hingabe an Rom, Maria und den Rosenkranz, aber keinem von ihnen war bewusst, dass das Errettungswerk durch Christus vollendet ist und dass diese vollbrachte Errettung persönlich angenommen werden muss. Sie alle predigten, dass man Sünde abbüßen, Leiden auf sich nehmen und religiöse Werke verrichten müsste. Sie verkündigten menschliche Wege und Gedanken anstatt des Evangeliums der Gnade. Es war durch Gottes Erbarmen, dass ich erkennen durfte, dass der Mensch weder durch die Kirche noch durch irgendeine Art von Werken errettet wird. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Mit 48 Jahren von Neuem geboren. Als mir klar wurde, dass ich nicht gleichzeitig als Christ leben und dem römisch-katholischen Lehren treu bleiben konnte, trat ich aus der römisch-katholischen Kirche aus. Im November 1985 verließ ich Trinidad und begab mich zunächst nur auf die Nachbarinsel Barbados, wo ich bei einem älteren Ehepaar wohnen konnte. Ich betete zum Herrn um die nötige Kleidung und das Geld für die Weiterreise nach Kanada. Meine Kleidung war nur für tropisches Klima geeignet und ich hatte nur einige hundert Dollar an eigenem Geld. Beide Bitten wurden erhört, ohne dass ich auch nur einen Menschen von einem Bedürfnis erzählte. Aus der tropischen Hitze landete ich im schnee- und eisbedeckten Kanada. Ich verbrachte einen Monat in Vancouver und zog dann in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich vertraute darauf, dass der Herr für meine vielen Bedürfnisse sorgen würde, musste ich doch als 48-jähriger Mann wieder bei Null anfangen, beinahe ohne Geld, ohne Aufenthaltsgenehmigung, ohne gültigen Fahrausweis, also Führerschein. Ohne irgendein Arbeitszeugnis oder sogar ein Referenzschreiben. Ich hatte nur den Herrn und sein Wort. 6 Monate verbrachte ich bei einem gläubigen Ehepaar auf einer Farm im US-Staat Washington. Ich erzählte meinen Gastgebern, dass ich die römisch-katholische Kirche verlassen und Jesus Christus und sein Wort in der Bibel als ganz und gar ausreichend angenommen hatte, und zwar mit völliger Überzeugung und Entschlossenheit, endgültig und unter allen Umständen. Aber diese feierliche Beteuerung genügte ihnen nicht. Sie wollten wissen, ob ich noch Bitterkeit oder Verletzungen in mir trug.
Mit viel Gebet und Mitgefühl nahmen sie sich meiner an, denn sie waren selbst aus der katholischen Kirche ausgetreten und waren sich dessen bewusst, wie schnell sich Verbitterung einschleichen kann. 4 Tage nach meiner Ankunft bei dieser Familie begann die Frucht der Errettung bei mir sichtbar zu werden, nämlich in Form einer bußfertigen Haltung. Das bedeutete, dass ich nicht nur fähig war, den Herrn um Vergebung zu bitten für die vielen Jahre, in denen ich ihn durch meine Kompromisse entehrt hatte, sondern auch, dass ich seine Heilung für all die tiefen seelischen Verletzungen annehmen konnte, die ich im Lauf der Jahre erlitten hatte. Endlich, im Alter von 48 Jahren, setzte ich mein Vertrauen allein auf den stellvertretenden Tod Christi, allein aufgrund der Autorität von Gottes Wort, allein aus Gnade. Ihm allein sei die Ehre dafür. Nachdem ich durch dieses Ehepaar und ihre Familie körperliche und geistliche Wiederherstellung erfahren hatte, schenkte mir der Herr mit Lynn eine wundervolle, aus Glauben wiedergeborene Frau, intelligent und von lieblichem Auftreten. Zusammen zogen wir nach Atlanta, Georgia, wo wir beide eine Stelle fanden. Ein echter Missionar mit einer Botschaft. Im September 1988 verließen wir Atlanta und zogen als Missionare nach Asien. Es war ein Jahr großer Fruchtbarkeit für den Herrn, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Männer und Frauen erkannten die Autorität der Bibel und die Kraft des Todes und der Auferstehung Christi. Ich war sehr erstaunt, wie segenbringend die Gnade des Herrn wirken kann, wenn man nur anhand der Bibel Jesus Christus verkündigt. Welch ein Kontrast zu den unzähligen kirchlichen Traditionen, welche die 21 Jahre meines katholischen Missionsdienstes in Trinidad verfinstert hatten. 21 Jahre ohne die echte, unverfälschte Botschaft. Keine anderen Worte als diejenigen im Römerbrief Kapitel 8, Verse 1 bis 2 können das überfließende Leben besser beschreiben, von dem Jesus gesprochen hat und das ich jetzt genieße. Zitat: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ende Zitat. Ich war nicht nur von der römisch-katholischen Kirche befreit, sondern in Christus zu einer neuen Schöpfung geworden. Es ist der Gnade Gottes zu verdanken, ausschließlich seiner Gnade, dass ich von den toten Werken weg und hin zu einem neuen Leben gefunden habe. Zeuge des Evangeliums der Gnade. Die Christen, die mich im Jahre 1972 darauf aufmerksam gemacht hatten, dass der Herr unseren Körper heilen kann, hätten mir noch sehr viel mehr geholfen, wenn sie mir erklärt hätten, auf welcher Grundlage sündige Menschen mit Gott ins Reine kommen können. Die Bibel zeigt unmissverständlich, dass dies einzig und allein möglich ist, weil stellvertretend Jesus am Kreuz für uns starb. Ich kann es nicht besser ausdrücken als mit den Worten von Jesaja 53, Vers 5. Zitat: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ende Zitat. Das bedeutet, dass Christus das, was ich als Strafe für meine Sünden hätte erleiden müssen, anstelle von mir erlitten hat. Wenn ich auf Jesus als meinen Stellvertreter vertraue, dann kann ich vor dem himmlischen Vater bestehen. Dies hat Jesaja bereits 750 Jahre vor der Kreuzigung unseres Herrn geschrieben. Und bald nach dem Kreuz bestätigt Petrus: Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Weil wir unsere sündige Natur von Adam erbten, haben wir alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wie ist es möglich, außer durch Christus?
dass wir vor einem heiligen Gott stehen und bekennen können, dass er dort starb, wo wir hätten sterben sollen. Allein durch den Glauben können wir erfassen, dass Christus unser Stellvertreter geworden ist, dass er die Strafe für unsere Sünden an unserer Statt getragen hat. Er, der Sündlose, wurde für mich, den Sünder, gekreuzigt. Das ist das wahre Evangelium, die frohe Botschaft. Doch genügt es wirklich, einfach nur zu glauben? Ja, echter Glaube genügt. Und echter, gottgewirkter Glaube wird auch Früchte zeigen, wie wir im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 lesen können. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Buße tun bedeutet, dass wir uns in der Kraft Gottes von unserem früheren Lebenswandel und unseren Sünden abwenden. Es heißt nicht etwa, dass wir nicht mehr zur Sünde fähig wären, sondern dass unsere Stellung vor Gott eine andere geworden ist. Wir sind durch den Glauben zu Kindern Gottes geworden. Wenn wir erneut sündigen, so ist das ein Problem, das zwar die Beziehung zu unserem Vater trübt, das jedoch gelöst werden kann. Durch dieses Problem können wir unsere Stellung als Kinder Gottes nicht verlieren, denn diese Stellung, in die wir durch Christus versetzt worden sind, ist unveränderlich. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 10 heißt es in der Bibel so wunderbar: Aufgrund dieses Willens sind wir ein für allemal geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Das vollendete Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz ist voll und ganz ausreichend. Wenn du dein ganzes Vertrauen einzig und allein auf dieses ein für allemal vollbrachte Werk setzt, wird etwas ganz Neues in dir beginnen, ein neues, vom Geist Gottes gezeugtes Leben. Dann wirst du von Neuem, aus Gott, geboren werden. Heute. Die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, bedeuten in meinem Fall, dass ich als Evangelist tätig bin. Ich lebe in der Nähe von Austin, im US-Bundesstaat Texas. Was Paulus im Römerbrief 10, Vers 1 und 2 über seine jüdischen Volksgenossen schreibt, sage ich über meine katholischen Mitmenschen, die ich von Herzen liebe. Zitat: Der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ende Zitat. Ihre Erkenntnis basiert nicht auf dem Wort Gottes, sondern auf der kirchlichen Tradition. Wenn man die Hingabe und Dringlichkeit sieht, mit welcher einige unserer Mönche und Nonnen in den Philippinen und in Südamerika ihre Religion ausleben, dann kann man den Aufschrei meines Herzens verstehen. Herr, gib uns Verständnis und Mitgefühl dafür, wie groß die Leiden und Qualen sind, die unsere Mönche und Nonnen auf sich nehmen, um dir zu gefallen. Wenn wir den Schmerz in den Herzen der Katholiken verstehen, werden wir den Wunsch haben, ihnen die frohe Botschaft zu bringen, dass Christus am Kreuz bereits alles vollendet hat. Mein Zeugnis zeigt, wie schwierig es für mich als Katholik war, die kirchliche Tradition aufzugeben. Aber wenn der Herr es in seinem Wort verlangt, dann müssen wir es auch tun. Die äußere Form der Gottseligkeit der römisch-katholischen Kirche macht es einem Katholiken äußerst schwer, das eigentliche Problem zu erkennen. Jeder Mensch muss sich darüber klar werden, aufgrund welcher Autorität wir wissen können, was Wahrheit ist. Rom stellt den Anspruch, dass die Wahrheit nur unter der kirchlichen Autorität definiert werden kann. Im Kodex des kanonischen Rechts, herausgegeben im Jahr 1983 unter Papst Johannes Paul II., steht im Kanon 212, Paragraf 1, Zitat: Was die geistlichen Hirten in Stellvertretung Christi als Lehrer des Glaubens erklären oder als Leiter der Kirche bestimmen, haben die Gläubigen im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung in christlichem Gehorsam zu befolgen. Ende Zitat. Man bedenke, dass dieser Text nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil herausgegeben wurde. Eine wichtige kleine Fußnote, die Richard hier in seine
in sein Zeugnis mit reintut. Denn das Zweite Vatikanische Konzil war ja, wo die römische Kirche so gesagt mit offenen Armen alle abtrünnigen Brüder und Schwestern empfangen hat. Alle anderen Denominationen kommen zurück in die Mutterkirche. Wir haben uns verändert. Ja. Das Einzige, was sich verändert hat, das waren, dass alle, die zurückkehrten nach Rom, weiterhin Kompromisse machen mussten. Rom hat sich nie verändert. Rom wird sich nie verändern. Und am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils haben sie es sogar zugegeben und gesagt, dass mit diesem Zweiten Vatikanischen Konzil im Grunde alles das, was im Konzil von Trient von 1545 bis 1563 beschlossen wurde, nur bestärkt wurde und nichts wurde geändert. So, ja, dann solltet ihr mal lesen, was im Konzil von Trent damals im ersten von den Jesuiten gegründeten Vatikanischen Konzil 1545 bis 1563 besprochen wurde. Und die über 100 Verfluchungen, die gegenüber sogenannte Ketzer, sogenannte Heretiker, nämlich bibelgläubige Christen, ausgesprochen wurden. Und dieser Text aus dem Kanon, der also sagt, was die geistlichen Hirten in Stellvertretung Christi als Lehrer des Glaubens erklären oder als Leiter der Kirche bestimmen, haben die Gläubigen im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung in christlichen Gehorsam zu befolgen, das ist doch ein wenig ein anderer Ton als der, der während des Zweiten Vatikanischen Konzils herrschte. Das ist der Punkt, den Richard hier probiert mitzumachen. Und das ist der Punkt, den man berücksichtigen sollte. Das heißt, egal was im Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt wurde, von unsere verlorenen Brüder, kommt alle mal zurück und. Das kanonische Gesetz der römisch-katholischen Kirche ist nicht verändert. Es gilt weiterhin. Die Gläubigen haben das, was die Priester lehren, in christlichem Gehorsam zu befolgen. Dieser Text wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 62 und 65 des letzten Jahrhunderts herausgegeben. Die Bibel jedoch bezeugt, dass Gottes Wort selbst die Autorität ist, welche sagt, dass wahr ist, was wahr ist und was nicht. Angesichts unzähliger menschgemachter Traditionen forderten die Reformatoren zur Umkehr auf, allein die Schrift, allein durch Glauben, allein aus Gnade, allein in Christus und Gott allein alle Ehre. Nun, warum ich dies alles schreibe. Ich teile diese Wahrheiten mit dir, mit euch, damit es dir möglich ist, Gottes Weg der Errettung zu erkennen. Mein Hauptfehler als Katholik war der, dass ich meinte, irgendwie aus eigener Kraft auf die Hilfe antworten zu können, die Gott uns anbietet, um vor ihm gerecht zu sein. Genau demselben Irrtum war ja auch Martin Luther erlegen, dem auch die Reise nach Rom damals die Augen geöffnet hat. Ja? Und als danach Tetzel kam mit seinem Ablasshandel. Dieser Irrtum, fährt Richard fort, dem viele von uns jahrelang verfallen waren, wird im Katechismus der katholischen Kirche 1994 im Paragraf 2021 treffend definiert. Zitat: Die Gnade ist die Hilfe, die Gott uns gewährt, um unserer Berufung zu entsprechen, seine Adoptivkinder zu werden. Ende Zitat. Mit dieser Voraussetzung im Hinterkopf hielt ich, ohne es zu wissen, an einer Lehre fest, welche die Bibel immer wieder verurteilt. Eine solche Definition der Gnade ist nichts weiter als klug ausgedachtes Menschenwerk. Hier sagt er Sophistik und Kasuistik, mit anderen Worten, klug ausgedachtes Menschenwerk. Menschen gebrauchen Sophistik und Kasuistik, um zu verschleiern, was sie tatsächlich meinen. Die einheitliche Aussage der Bibel dagegen lautet, dass die Rechtfertigung eines Menschen vor Gott ohne Werke geschieht, wie wir im Römerbrief Kapitel 4, Vers 6, ohne Werke des Gesetzes, wie wir im Römerbrief Kapitel 3, Vers 28 lesen können, und nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, wie im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 bis 9 geschrieben steht. Wer die Gnade zu einem
Hilfsmittel degradiert, das den Menschen befähigt, seinen Teil zur Errettung beizutragen, verleugnet die augenfällige biblische Wahrheit. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade, wie im Römerbrief Kapitel 11, Vers 6 steht. Die einfache biblische Botschaft ist die, dass die Gabe der Gerechtigkeit eine freie Gabe, ein Geschenk des Herrn Jesus Christus ist, das allein in seinem voll und ganz ausreichenden Opfer am Kreuz begründet ist. Zitat: Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Ende Zitat, wie wir im Römerbrief Kapitel 5, Vers 17 nachlesen können. Wie Christus Jesus selbst sagte, starb er, der eine, und gab sein Leben als Lösegeld für viele, wie wir im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45 lesen können. Ebenso sagte er, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26, Vers 28. Und Petrus bezeugt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Die Predigt des Paulus lässt sich mit den folgenden Worten zusammenfassen. Zitat: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ende Zitat. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Diese Wahrheit, meine lieben Zuschauer, wird dir in der Bibel in einleuchtender Weise dargelegt. Alles, wozu Gott die Menschen nun aufruft, ist: tut Buße und glaubt an das Evangelium, wie wir im Markus-Evangelium Vers 15 lesen können und vergleiche auch mit der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 30. Nun hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen allenthalben, Buße zu tun. Das Allerschwierigste für Katholiken, die wie ich die Religiosität sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben, ist die vollkommene Abwendung, also Buße, von den eigenen Verdiensten. Unser ganzes Denken war geprägt vom Verdienen, Beitragen und der Frage, bin ich gut genug? Das Geschenk der Gerechtigkeit in Christus Jesus können wir jedoch nur mit leeren Händen annehmen. Wer Gottes Gnadengeschenk abweist, begeht die gleiche Sünde wie die religiösen Juden zur Zeit des Paulus. Zitat: Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ende Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Vers 3. Und das bringt mich zum Ende von dem Zeugnis von Richard Bennett, die Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters in unserer modernen Zeit, über seine katholische Karriere und seine Errettung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt was gelernt und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Gott schütze und behüte euch auf dem schmalen Pfad der Wahrheit und nicht, dass ihr fallt auf den breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Gott schütze, behüte und segne euch. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.